der Sonne! Hoch die Tassen, der Feierabend ist eingeläutet, die Nacht noch jung. Alles läuft nach Plan. Aber welcher Plan? Kein geringerer als der Masterplan. Es geht um die Frage der Fragen, die Abendplanung. In diesem Sinne, Bühne frei. Wir nehmen euch mit auf einen Streifzug durch die Nacht. 4 Locations, alle in Aschaffenburg und alle geben alles, damit dir bestimmt nicht langweilig wird. Zu Beginn unserer Tour, Wohnzimmerfeeling pur gepaart mit Musik for Real Lovers. Die Uptown Houseband. Wer selbst aktiv werden möchte, ist auf dem Dahlberg gut aufgehoben. Und zwar im Krokodil. Herzlich willkommen bei Wir sind die Bembelbuben. Wir sind die Schwestern-Seniorensport. Wir sind das betreute Trinken. Was für Nicht-Eingeweihte noch sehr rätselhaft klingen mag, hat in der Tat mit Rätseln zu tun. Eines ist allen Besuchern hier gemein, der Wissensdurst. Wie viele Studierende gibt es in der Hochschule Aschaffenburg circa vor Ort? Weiß man, oder? Rätselfüchse sind beim Table Quiz gut aufgehoben. Im Team wird in geselliger Runde um die Wissenskrone gekonnt gewetteifert. Auf die Frage, wie es bei unserem Aschaffenburg-Streifzug weitergeht, lautet die richtige Antwort Marquesas. Wir bleiben auf dem Dahlberg. Musikalisch sind wir mittlerweile jedoch bei kubanischen Klängen gelandet. Dazu Paella und jede Menge. Auf südländisches Temperament folgt bayerische Gemütlichkeit. Also ihr lieben Leute, bevor wir loslegen, ölen wir die Stimmen für die Stimmung. Locationwechsel, Ort des Geschehens, der Biersepp. Auch hier ist Mitmachen erwünscht und bitte keine falsche Scheu. Nein, man muss nicht singen können. Es ist auch egal, wie alt man ist. Es kann jeder kommen und mitsingen. Wenn auch nicht Marmor und Eisen brechen, dann sollte jetzt spätestens das Eis gebrochen sein und Gesangsverweigerern bleibt ja immer noch extrem schunkelnd. Wir sind nun am Ende unserer Aschaffenburg-Tour angelangt. An Vielfalt und Abwechslung mangelt es definitiv nicht. Aschaffenburg ist bunt. Zeit für ein Fazit. Ich heiße Roma, ich komme aus Polen, bin seit 12 Jahren in Deutschland und in Aschaffenburg habe ich mich verliebt. Das ist die schönste Stadt, meiner Meinung nach. Und ich fühle mich hier ganz wohl. Nichts mehr hinzuzufügen, außer dem Hinweis, am besten selbst losziehen und sich sein eigenes Bild machen. Es gibt viel zu erleben. Danke, Aschaffenburg. Fortsetzung folgt.